Es ist später Nacht, ich bin jetzt 3 Stunden auf dem scheiß Server. Wegen ihm. Ich bin 2 drauf, moin. Die Reaktion gibt. Alter! Bist du behindert? Bist du behindert? Ob du behindert bist. Die Reaktion kommt noch, das sage ich dir. Auf jeden Fall willkommen zu Minecraft Together. Es ist soweit. Da steht unser Warte, warte, Ungeheuer. warte, warte. Alter. Ich habe gerade einen Shader angemacht und mein Minecraft kommt gerade damit nicht klar. So, ich hoffe, ihr seid bereit. Ich aber noch nicht. Dann mach mal. Du hattest jetzt Bin dabei. 2 Stunden Zeit gehabt. Tief ist das hier? Richtig gehört, ihr habt. Meluja braucht 2 Stunden, um einen Minecraft-Client einzustellen. Neuer Weltrekord. Ja, stimmt halt echt nicht. Ich habe einfach nur die ganze Zeit Minecraft für euch Sachen gemacht. Also ich habe hier für euch quasi an der Welt weitergebaut. Um das schön zu machen. Ja, okay, fangen wir einfach an. So, also dann. Falsche Stelle. Ich müsste, glaube ich, Minecraft neu starten, damit das alles Ja, funktioniert. zur Okay, Information. weg, 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 Ja, weg. Information. Es kann in dem Part passieren, dass ich jedenfalls vom irgendwann übermüdet einschlafe. Es kann passieren, dass mein WLAN-Karte abkackt. Also. Wo ist er? Da. Ich sorge für faire Verhältnisse. Time set. Oh, Wetterschnauze halten. Wo ist mein Bogen? Ja, lol. Wo ist er? Ach, du Zombie, Fischschnauze. Alter. Wo ist der Bogen? Hier ist er. Stirb! Jetzt kann ich helfen. Ich muss jetzt runterkommen, oder? Mein Regen, den sieht gleich auch nochmal. Er ist kurz um, du musst, der explodiert gleich. Weg da. Er ist kurz unverwundbar. Oder? Geh nur durch So. Nahkampf. Oh nein. Den müssen wir jetzt nur noch töten. Wow. Der wird uns umbringen. Nö, ich hab noch kein einziges Herz verloren. Ich, auf jeden Fall schon viele. Aber ich hab ja auch OP-Zeit. Oh fuck, lösch dich! Ich hab kein Wasser. Komm her, da rein! Da rein, Kirsch! Ja. Ja komm, greif mich an, ich Wie bin. kann ich ihn denn nicht angreifen? Mit Bogen. Der ist Hardcore. Der war schlimmer als der 1.8er. Nee, ist schlimmer. Jawohl. Wer habe ich angeschossen? Der Wer ist war's. hier irgendwo? Ich glaube, du hast den Netherstern, ne? Schau mal nach. Ja, ich hab ihn. Ja. Guck mal, das ist das. Ich habe noch was, das übrig geblieben ist von der Baller. Von dem Ding. Behalte es. So, ich bringe erstmal in Sicherheit und ja, Leute. Ich muss euch was sagen, Leute. Es gibt eine Sache, die wollte ich die ganze Zeit ansprechen. Ich habe das ganze Zeit in dem Minecraft Together nicht gemacht, weil ich wollte das einfach noch eine Weile hier im. Ja, ich meine. Ach, hier waren wir jetzt. Ja. Aber müsst wissen, So. dass dieser Typ hier hat mich jetzt hier echt 3 Stunden warten lassen. Dieser kleine Bastard hat mich 3 Stunden warten lassen auf dem Server. Wir haben spät in der Nacht. Und jetzt gibt's Ärger, Junge. Das kommt direkt noch härter. Genau. Nicht nur dafür, jetzt gibt's auch die Rache für Miro und die Rache dafür, für Trust, dass du mich einfach in den Kampf mit reingezogen hast. Und Alles klar. machen wir auch noch so eine Rache haben, also werde ich die Rache eben verüben. So, jetzt habe ich genug Gründe Sonst genannt. geht's dir gut, ja? Ja, komm her, Junge. Jetzt ist Schluss. Momentchen mal. So haben wir nicht gewettet. Ich muss einmal ganz kurz vorher zurück und mich vorbereiten. Nein, Spaß. Du Kleiner bleibst hier.
Jetzt stirbst du. Ja, aber nicht sehe. Du siehst nix. Sag mal, musst du noch zum Optiker oder was? Nee, wegen Shader und so und wegen meinem Texture Pack. Ach so. Das Feuer so doof. Slash. Als ob du dich gegen einen Sparkle-Spieler gewinnen kannst. Das ist schon traurig. Genau, den wollte ich haben. Danke. Jetzt kann man hier kleiner. Oh lol. Jetzt wird abserviert. Ich werde es genauso easy zerstören wie. Hä, bist du in motherfucking Game Mode? Hä? Nee, bist du nicht. Ich bin nur inkompetent. Ja. Ja, lösch dich mit Lava. Aber genau. Kannst du mal das, meine Pfeile blocks oder so? Nee. Nö. Überbewertet. Das bildest du nur alles ein. Das Pferd nicht verletzen. Ja. Ach, da hat der Punch auch noch drin. Der kleine Huso. So, haben wir aber nicht gewettet, Kollege. Kollege. Komm her. Ich werde dich zergrounden. Drex High Fire, Alter. Ich bin im Wasser schneller als du. Alter, shit, ich kann mich heilen, du Arsch. Ich habe auch 16 Gaps, aber ich habe einfach zu so viele Herzen, dass ich es nicht nötig habe. 16 Gaps, Alter, ich habe das Doppelte. Ja, das waren ja. Oh. Du kannst mich nicht töten, egal was passiert. Ich kann mich so lange gappen, bis du stirbst. Jetzt wirst du sterben, ey. Stirb, du kleine Hurensohn. Der tötet das Pferd. War ja so todesgeil. Was steht dieser Spaß da vorne eigentlich? Welcher Spaß? Na du. Ach so, ich dachte, der Spaß bist du. Der macht da noch einen Vibe ran. Fick dich, du Kleiner. Fick dich und dein dreckiges Leben. Alter, okay. Okay. Wenn der persönlich wird. Ja. Jetzt bin ich wirklich persönlich. Ein Schrank für P. Alter, wie mich dieses Texture Pack nervt. Wie scheiß Feuer nervt. Oh, greif ich mal kurz an, ich sterbe eh nicht. Hoffe ich zumindest. Der Typ eh nervt. Merkt es? Komm, mach schnell das Texture Pack rein, ich will nicht verrecken. Ich glaube, ich bin schon tot, oder? Jetzt bist du tot. Alter, mein Angriff ist so langsam heute. Das ist richtig belastend. Ja, ich bin safe tot. Oh mein Gott. Ich könnte sagen, dass ich noch ein Herz hatte. Könntest du. Hast du auch bestimmt nicht. Das bestimmt noch 5 Herzen. Dann hatte ich halt echt. Jetzt habe ich aber gerade was gegessen und jetzt geht's mir wieder besser. Nebenbei, ich habe die Pferde umgebracht. Damit muss ich mal schuldig fühlen, wenn du sie angreifst. Ja, ich bin Pferdemörderer. Mörderer? Professioneller. Was ist aber schon wieder da? Liebe Backwasser. Surprise, Motherfucker! Komm her! Weißt du, so ein kleiner Bastard, Wichser, Spast, ja, Hundesohn und voll idiotisches Arschloch wie du, ja, hat es einfach nicht anders verdient, als jetzt komplett zerstört zu werden. Wenn man die ganze Zeit nur Gaps benutzt. Ja. Das ist aber traurig. Sag derjenige mit seinem Hack-Equip. Hä, ich hab alles legal gemacht. Halt sie. Kein Gegenbeweis. Ja. Tschüss! Geh ins Wasser. Und erfreue dich an deinem Wasser. Ah, jetzt trifft doch.
da denkt er, dass er mit Flamme cool ist. Ich weiß, dass ich mit Flamme cool bin. Oh mein Gott, ich könnte ja mal richtig den Abfucker raushängen lassen. Oh ja, das würde dich richtig aufregen. Ich reg dich gar auf, du kleine. Oh, da fühlt sich die Biatch ja richtig cool. Ah, merkst du, was für einen Effekt du hast? Nö. Dann guck mal nach. Jetzt hab ich nachschaue. Nee, jetzt mal ohne Witz, guck mal nach, welchen Effekt du hast. Nachschauen ist für Noobs. Man soll das Kampfwert immer im Auge behalten. Der fühlt sich cool noch, weil er Feuer und Wasser hat. Ist klar. Er hat Angst. Halt nicht immer weg, du Pussy. Ja, du hast ja. Ja, du spielst ja nur mit deinem Feuer, ey. Du bist so feuergeil, was? Ohne Scheiß. Ich hab noch keinen einzigen Gap gegessen, obwohl du mich schon fast getötet hast. Manchmal wünsche ich mir, wenn hätte ich tatsächlich wieder Lava in Miro verbrannt. Dann wär's dreimal so lustig gewesen. Oh mein Gott, der Longshot. Der Spaß hat gehackt. Oh shit. Ja, wenn man sich nicht löscht, ist schon traurig. Wenn man sowas nicht hat. Komm her, du kleiner Hacker. Oh, jetzt fühlt er sich cool, hä? Du fühlst dich cool, hä? So, ja, jetzt reicht's mir, jetzt zeige ich's dir. Keine Gnade. Boah, Beste. Jetzt, los. Ich werde dich. Mir egal, ich hab dein ganzes Zeug. Oh, Alter, glaubst du, das juckt mich? Ich zerstöre dich. Du kannst mich nicht mehr töten. Oh, da fühlt er sich cool. Fucken. Lappen. Warte mal, ich sollte mal was ganz Cooles machen. Warte mal, ich brauche mal ein bisschen Material dafür. Ich brauche... Da? Alter, bin ich schlecht. Ich habe auch keine Enderperle mehr im Inventar, ne? Ja. Bevor du hier irgendwas Dummes kaputt machst, die Welt ist nicht gesaved. Oh, Hexe irgendwo. Oh, dann kann ich mir kurz mal das eine Werkzeug holen, was ich für meine Privatarbeit brauche. Meluja, ich würde keinen Schritt mehr rühren. So, jetzt macht's hier gleich richtig bumm. Okay, also ich werfe schon mal dein ganzes Zeug hier hin, ne? Ja, übrigens. Ich hoffe, du hast das Ico gemacht. Denn wenn du es gemacht hast, dann wirst du das kleine wieder. Mach keine Sachen, die du hinterher bereuen wirst. Ach, wusch. Weißt du, warum ich das bereuen werde? Download. Download abgeschlossen. Map down gehört mir. Bäh. Ich kann zerstören. Hier, ja, wo sind meine Slowness-Teile? Slowness? Keine Ahnung, was du meinst. Hat der mir meine Slowness-Teile gegönnt? Geklaut? Okay, was gönn dir mal deine Items hier? Ich hab die dir wieder alle hingeworfen. Keine Ahnung, wo du bist. Bei mir wird nichts mehr geladen, aber egal. Ich paar Schritte weiter. Also jederzeit erreichbar. Genau. Ja, dann revanish doch. So, wo sind jetzt die scheiß Dings? So, Meluja. Ja, also möchtest du mal herkommen und ein bisschen Lagerfeuer spielen? Erstmal wissen, wie geil du das hier findest. Kann das? Komm mal zum Lagerfeuer. Komm mal erstmal zum Lagerfeuer. Du hast kein Lagerfeuer. Doch, klar.
Ihr kommt zum Lagerfeuer. Ich sehe dich nicht. Nee, bin hier hinten. Das sagt mir so viel. Ah, da. Sag mal, Halleluja. Ich glaube, es hakt. Lagerfeuer. Ich darf nicht zünden. Ja, weil hier auch verdammt nochmal Schnee liegt. Nebenbei, komm zum Iglo. Jetzt wird's lustig. Wenn das. Jetzt wird erstmal das Iglo destroyen. Soll ich? Ich hol mir mal eben ein neues. Mein Slowness Pfeil. Ja, warte, das ist uncool. Ich kann's noch cooler gestalten, die Bombe. Warte mal. Was brauchen wir? Drecks Hexe, Alter. Nee, komm, die Explosion heben wir uns für den finalen Part auf, wenn die Map geladen wurde. Im finalen Part wird es hier eine heftige Explosion geben, das sage ich euch. Ich werde vorher die Map downloaden, dann habt ihr schon die fertige Variante. Dann kann ich in Ruhe hier die Geister sprengen des Lebens. Hier ist ja noch irgendwo eine. Oh nee. Oh nein. Jo, wahrscheinlich. Alter Papa. Direkt. Ich zeige euch mal einen Comment, den ich bei mir ein. Ich habe nämlich ein kleines Plugin nachspielen lassen, ihr seidet euch fest. Meluja? Ultimate Challenge. Warte mal. Habe ich das richtig eingegeben? Meine Plugin-Name stimmt. Burn all to death. Mein Plugin. Ist noch eine Hexe. Weg. Das Plugin war. Ich war drauf, verdammt. Ich wollte gerade hier den größten Tod deines Lebens geben, aber du hast es. Ich hab's mir versaut. Halleluja! Sebastian, du bist ein Hund. Komm schon, ich will sehen, was du drauf hast. Ich will den Leuten zeigen, was in dir steckt. Wir wollten noch die Map zeigen. Ja. Dann let's fly. Okay, zurück zum Haus. Uiuiui. I am running. Also wie viele Creeper hier einfach sind. Hä? Oh, fuck, schon unter Wasser. Ich hab wo einen gespawnt. Wo kommt ihr alle? Ja, genau. Ich spawne einen, da kommen mehrere. Ja, Leute. Was geht ab? Ich sehe das die ganze Zeit, ne? Du siehst nicht, wo ich bin. Man nervt mich, Spinne. Oh, das sieht so wunderschön aus. Okay, das ist lustig, das ist lustig. Diese explodieren hier auch alle, egal wo ich bin. Was soll denn das? Ich mach das, ich kann nichts dafür, wenn ich von der Seite komme. Ich bin beim Haus, auf jeden Fall sieht unser Haus mal richtig aus heller Ansicht. Weil hell ist geil und so. Ich gewundert, wenn das jetzt nicht auch explodiert wäre. Okay. Slash time. Leute, wir können noch ein letztes Mal in unserem Bett schlafen. Okay. Ich denke, das hätte Style. Nein, was soll denn sowas? Ist das gut? Was ist hier los? Ich hab mich gerade angezündet, weil ich dumm bin. Du bist dumm? Ich dachte, das bist du nicht. Eieiei. Gute Nacht, Chaos. Ja, gute Nacht. Du mit einem Pfeil im Bein? Ich glaube, du musst operiert werden. Morgen, Chaos. Ja, morgen. Ich glaube, wir müssen nicht operieren. Wir haben noch gar keine Dinger gemacht, Chaos. Noch gar keine Tränke für die letzte Folge. Das müssten wir doch nachholen. Moment.
Cobblestone. Den können wir machen. Auf jeden Fall gucken wir uns die Map nochmal an. Genau, wir gucken uns jetzt nochmal die Map an. Ich hab noch deinen Bogen, Chaos. Komm mal her. Den brauche ich nicht, ich hab einen anderen, ich hab einen besseren. Ich will aber deinen scheiß Bogen nicht. Dann mach ihn verbrennen. Ich pack ihn jetzt in die Truhe da oben. Das ist unser Haus, unsere Insel. Ihr wisst doch, was. Nee, halt, wir fangen von chronologischer Reihenfolge an. Wir waren doch gar nicht im Ozean-Tempel eigentlich. Doch, der Ozean-Tempel wurde schon erkundet. Echt? Schau dir den nächsten Part an, der morgen kommt, dann weißt du's. Du musst den morgigen sehen. Hier seht ihr auf jeden Fall, die Stadtinsel hat sich nichts verändert. So, warum? Jetzt muss ich mal eben zu dir kommen. Warum? Wir sind zu dumm zum Umbauen. So, es ist raus. Ich bin zu dumm dazu. Slash TP Chaos Emerald 95. Ja, und wir haben ja angefangen, indem wir hier hinten an losgeflogen sind, hierhin. Ja. Und wisst ihr noch diese kleine Farm am Anfang? Wo ein gewisser Valuja bekannt auf den Kuber gemacht hat, was er noch nie gemacht hatte. Von hinten. So im. Wie würde das Paper nennen? Surprise Batsex mäßig. Alles klar. Hier haben wir halt Bäume gefahren und so weiter. Ja. Was ist denn hier? Dann sind wir. Man sieht hier auch noch, wie wir Bäume gefarmt haben. Dann sind wir auf unsere geile Insel rübergegangen. Ihr wisst doch, was das früher für ein geiler Steinklotz war. Müller sagte so: Ja, das kann man nicht umbauen in eine schöne Insel. Oder was hast du ähnliches gesagt? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, du warst ein bisschen. Ich war skeptisch, weil ich nicht wusste, ob es nice ist. Skeptisch mit der Insel und ich habe dann gezeigt, dass man daraus doch was Geiles bauen kann. Und wie ihr seht, wir haben was Geiles daraus gemacht. Wir haben eine kleine, richtig geile Base. Genau. Ja, und da können wir jetzt einmal durch die Dinger gehen und wir fangen hier an. Hier hat Chaos ein Kistenlager gebaut, was komplett unnötig ist, weil hier ist nirgendwas drin. Ja, unser Haus, unser Lager oben. Chaos, komm mal mit, hierher. Ja, ich bin gerade schon hier im Haus, ich zeig dir nochmal das ganze Haupthaus. Ja, da wollte ich ja gleich hin, ich wollte erstmal so von außen nach innen gehen. So, ich wollte. Ja, sagst du chronologisch davon außen nach innen? Junge, entscheide dich. Dann haben wir ja, okay, den Enchantment-Raum gebaut. Das hat gedauert, bis wir den hier so halt aufgetuned haben. Ja, getuned wie ein Auto zu Enchantment. Hallo. Stufe 4. Ja, das ist nur das Hund. Sein Hund hat schon ein paar Mal Probleme gemacht. Ja, kann man so sagen. Hier ist noch ein Dings, den Chaos gebaut hat, ein Ausguck. Dann hier sind ja zwei Ambosse, die irgendwer hier zerstört hat. Keine Ahnung, wer das war. Ich habe nichts damit zu tun. Der eine ist stark beschädigt und der andere ist auch stark beschädigt. Ups. Ja. Dann hier drüben. Die weiteren Räume, die wir nicht benutzt haben, aber sieht geil aus. Hey, ich habe den umgebaut, nachdem du hier nur komische Koppel hast. Koppel ist hässlich. Ja, Kopf ist geil. Und das ist der Bahnhof. Als erstes haben wir hier Minecraft drin, genau. Hier, warte, da. Drop dir eins, da. Dann leg ich doch einfach auf. Hey, ich will jetzt einfach hier. Ich will jetzt erstmal in die Richtung fahren. Ja, let's drive. Wettrennen. Ich fang mir nur ja. Ich fang den Idioten. Selbst wenn ich dir Creeper schicken muss. Ach, kleiner. Oh, lächerlich. Schwert. Komm, Caliburn. Ach, komm, Meluja, lass den Bullshit. Da haben wir unsere Villa. Die kenne ich auch noch gar nicht, so wie Chaos sie jetzt gebaut hat. Der ist sich langsamer geworden. Achso, du hast hier nicht zu Ende gebaut. Ja. Kluger Junge. Dann mache ich das mal eben. Der checkt's. Die Villa ist nicht groß gebaut. Sie besteht zwar aus vielen Räumen, aber mehr auch nicht. Keine Innenausstattung, wozu Innenausstattung, das braucht man doch nicht. Ist jetzt schon ein bisschen enttäuschend von dir, Chaos, dass du hier nicht zu Ende gebaut hast.
Eigentlich dachte ich auch, dass der Meloja hier seine geile Hütte baut. Aber nee, dann täuscht er mich einfach mal so hier. Ich dachte, ja, davon war halt echt nie die Rede. Ich dachte, du hast gesagt, dass du hier bauen wolltest. Nö. Och man, du hast mich verarscht. Davon war nie die Rede. Die Rede war davon, dass ich auf der anderen Insel baue. Aber ich meinte damit ja nicht die hier, sondern die andere. Ach du. Hättest du doch gleich sagen können, Insel des Anfangs, dann hätte ich es gleich gewusst. Die Insel des Anfangs. Goldschwert des Todes. Ja, das ist die Insel. So, ich habe jetzt mal die Verbindung hier mal zu Ende gebaut. Du Vogel. Ach man, aber zu beleidigen. Hundesohn. Arschloch. Spast. Ah, ich bin also ein Spast, verstehe. Wichser. Feigling. Ja, keine Ahnung, mir auch egal. Gut, dann lass mal zurückfahren. Obwohl, warte mal, ich wollte mir das auch angucken. Ja, warum ist Beluja ein Feigling? Ich muss nicht erläutern, warum ich da auf diesen Satz gekommen bin. Weil ich gerne Feiglinge trinke? Nö, wegen Sache mit Miro. Hä? Das verstehe ich nicht. Oh komm, musst du verstehen. Du hast hier auch noch Sachen in dem Ofen drin. Mann, du bist so unprofessionell. Chaos Emerald. Das ist wirklich so eine hohe Enttäuschung von dir. Ja, aber es ist voll das nice Haus, das im Stein gebaut ist. In dem Fels gebaut ist. Das finde ich voll geil. I like this very, very much. Vor allem mit den ganzen Wasserfällen, die da drin verbunden sind. Das ist cool. Okay, dann lass mal zurückfliegen, weil fahren dauert so lange. Ja, wir sind wie Super Saiyajin. Okay, ich bin Super Saiyajin. Dann nicht. Du hättest, wenn du ein Super Saiyajin wärst, hättest du ein, jetzt auch einen Shader an, so wie ich. Aber das hast ja, du nicht. Wir haben verschiedene Sachen noch gebaut. Was haben wir noch? Wir haben unsere Unterwasserform. Genau, die Unterwasserform. Ist sehr, sehr originell. Die Idee kann nur von mir stammen. Wie man natürlich schon sieht, von meiner Sicht sieht man, dass hier unten ausgehöhlt wurde von mir. Ja, ich dachte mir, ich verpasse dir mein neues Design. Kannst du mal runtergehen? Und uns am besten nochmal kurz den Nether angucken. Ja. Auch. Also nur kurz reinschauen, da haben wir nicht viel gemacht. Hier ist also die Farm, die wir gebaut haben. Die Beatrods sind gar nicht mal zu Ende gesetzt, so. Aber grundsätzlich war die Farm relativ erfolgreich. Wir haben nur Quarz ausgekleidet und ist halt komplett fertig gemacht, so. Dann Worldycraft Hölle. Lag. Oh lol, man ist direkt Game Mode 1. 0 mal nicht. Ja. Und hier hat Chaos noch eine Hütte gebaut. So diese Standardhütten, die Chaos immer baut halt. Die ganzen Hütten, Leute, das ist wichtig für ein Mauerprojekt. Ihr müsst eine Hütte bauen. Ich verspreche euch, wenn ihr sowas macht, sie wird nie gefunden, egal was passiert. Die meisten Spieler sind einfach zu dumm, um sie zu finden. Ich habe indirekt Beluja beleidigt, wegen der Sache im Euro 1. Aber ich habe sie ja gefunden. Aber nicht auf dem normalen Weg, dass du die Eingangstür gefunden hast. Das stimmt. Also, wie ihr seht, die Hölle ist relativ zerklüftet. Wie sie auch sein soll. Ich meine, was soll sie sonst sein? Gerade wenig entlang. Ja, unklüftet? Okay, unklüftet. Deutsches Meisterwort. Wo ist er hin? Gegessen bin ich. Hallo, wer bin ich? Hallo? Hä? Wo sind wir hier? Lol, war aber kurz. MVTP. Nee, Kers, komm mal hoch, komm mal hoch, komm mal hoch. Wir sind unter dem Ding gewesen. Ja, aber warte mal, ich will es gucken. Da stimmt der PTP nicht. Nice, wir haben den TP zerstört. Oder ist ein Loch? Wie nice war das denn jetzt? Gut, was hast du noch nicht gezeigt? Hier drin den Raum, ne? Und unseren TPs da drin. Also,
Dann mach mal. Welchen TP? Ich überlege gerade, was alle TPs waren. Einer war. Können wir ja mal alle durchgehen. Das war Dorf. Gibt's auch ein Back-TP, ja, ne? Nö. Warum nicht? Habt ihr nie eingerichtet? Der Ozeantempel. Dorf. Wo nix ist, kein Schatz, nix. Nice. Hey, warte mal, was? Komm mal mit. Den hab ich schon halb umgegraben. Komm mit. Ja. Es muss hier immer riesige Mengen an Goldblöcken geben. Einen Raum. Hallo Guardian. Hast diese Mobs, ne? Okay. Machen mir mit ihren Geräuschen echt ungute Gefühle. Deswegen mache ich jetzt auch die Sounds von diesen feindlichen Kreaturen aus. Hä, wo war denn das? Was hast du denn da? Nix. Dann schieb mich weg. Ach nee, das mache ich doch gar nicht. Pranker. Genau, schuld mich eines Pranks. Hä? Ihr habt wirklich nichts gefunden? Er hat nur ein. Ich glaube, laut Atomics Aussage hat er nur einen Goldbarren gefunden, Manny. Mega merkwürdig. Okay, baut dich mal zurück. So. Dann haben wir noch einen letzten TP übrig. Jo. Der, unser Ziel. Genau, unser letztendliches Ziel. Müssen wir nochmal hier machen, ne? Ja. Irgendwann, in der letzten Folge. Werden wir machen. Gut, dann gehen wir zurück. Wir werden doch nicht nur den Endertram bekämpfen, sondern auch die Ender Village besuchen. Und, wenn meine Lust und Laune da ist, wird es hier eine schöne, heftige Explosion geben. Okay, Friends, hier, warte mal, was haben wir jetzt als nächstes gebaut? Das. Die Railroad Bahn hier längs ist noch, habe ich noch gebaut. Hier, bam, badam, einmal hier rüber auf die eine Insel ausgeleuchtet und auf die durch den Tunnel hier, den habt ihr ja auch noch gar nicht gesehen, glaube ich. Doch, den haben wir schon gesehen. Echt? Komm rein. Ich komm noch, wow, ich bin zu dumm für diese Welt. So, jetzt kannst du hier mal durchfliegen. Hier ist ein Tunnel, den ich eingerichtet habe. Hier ist nochmal ein Ausguck, wo man. Ein verrücktes kleines Häuschen. Dann habe ich hier endlich mal mein Haus gebaut. Für das er 3 Stunden gebraucht hat, um das für euch zu bauen. Es ging nur um die Innenausstattung. Also die Innenausstattung hat echt lang gedauert, so weil ich mir erstmal Ideen holen musste. Von Servius 144, yay, Props an ihn. Grundsätzlich die Idee hatte ich so und habe das dann selber gebaut. Das ist das erste Mal, dass ich so ein komisches Haus selber gebaut habe. Mir gefällt es wirklich. Ja, und hier seht ihr ausgestattet Redstone-Kerzen, viele Innenausstattung, Pflanzen, ist ein Schrank, eine Wanddecke, ein Regal, eine Lampe für mein Bett. Ja. Nachttischlampe. Weil ich bin jetzt hier auf dem großen Schiff des Todes. Was aber, da fehlt aber noch die Flagge. Es ist ein bisschen dumm. Ja, aber ich bin auf dem Schiff. Warum ist das Ding zu? Ich glaube, das kann ein gewisser Vollidiot am ehesten beantworten. Ja, also, Chaos hat hier eine. Ja, moin. Chaos hat hier eine Kanone gebaut, ne? So, dann habe ich ganz links auf den Knopf gedrückt. So, okay, lass mal die Kanone testen. Ja. Dann ist leider die Kanone explodiert. Weil ihr habt gesehen bei mir in den Aufnahmen, dass alles funktioniert hat. Das ist erstmal Kanonenrohr. Wobei mit Luja fällt alles aus. Ich hätte mit Luja zusammenschlagen können. Aber ich hab's eingelassen. Du meinst so, ja, nee, ist nicht schlimm, alles gut. Ja. Alles klar, Kerl. Gut, dann mein Koppelgenerator, den hast du glaube ich auch noch nicht gezeigt. Den habe ich gestern Abend gebaut. Ja. BÄM! Erstmal Difficulty mit Lukas machen. Und nein, mein Opfer!
Time ist halt 0. Du Opfer! Ich schlag und? Dich, ich schlag dir die Eier ab. Lass mich mal kurz, ich gehe gerade meinen Game Mode neu finden und einmal zeigen, wie der funktioniert. Das ist nämlich der aus Aura, den Mr. Moore gebaut hat. Du baust dir einfach die Blöcke ab. Und dann landen die unten im Trichter. Und vom Trichter in den Truhen. Und das ist einfach clever. Ich feiere diesen Dings. Er feiert alles. Sie macht da jeden Abend Party hart. Ja, und jetzt haben wir hier halt eine sehr schnelle Cobblestone-Farm. Gut, was fehlt noch? Ich glaube, wir haben alles. Ja, das war's. Haus, unser Haus, das wir gebaut haben, das da, die Schienenstrecke. Wir haben nichts mehr, ich habe nachgedacht, das darf nichts mehr sein. Lügenpresse, Lügenpresse, ha, ha, ha. Alter, ich bezeichne dich auch wieder als Lügenpresse. Ist halt echt so, einfach Lügenpresse. Ah, du stehst auf Lügenpresse. Ja, total. Du willst diese Lügenpressen... Unternehmen, unten, heiraten. Chaos, unten fehlt noch was, komm mal mit. Was meinst du? Was du noch gebaut hast. Der Minenschacht zum Beispiel. Den hab ich jetzt so oft gesehen in ihrem Leben. Ich hab ihn so irgendwie gar nicht gesehen. Hier geht's ja auch in der Schlucht runter. Huiuiui. Eine Schlucht, darauf stehen wir auch. Und irgendwas noch, was wir noch nicht gezeigt haben, war das? Das müsste alles sein. Aber eine Sache war noch, die hatte ich auch gerade noch im Kopf. Und zwar unten die Anlegestufe fürs Boot. Die habe ich auch irgendwann umgebaut. Kommt man ja vom Haus. Und dann da rein. Ah, stimmt. Gut, wo wollen wir das Ganze denn die vorletzte Folge beenden? Ich würde sagen, auf dem Schiff. So recht wie Männer hier. Wir sind Männer, so. Durch sagen, aus Männern. Alle, die mit uns auf Kaperfahrt fahren, müssen Männer mit Bärte sein. Jan und Hein und Klaas und Pitt, die haben Bärte, die fahren mit. So, ihr habt Glück gehabt, dass die WLAN-Karte doch nicht abgeschmiert ist. Da habt ihr doch mal Glück gehabt, ihr verrückten Nazis. Ja. Yeah. Uiuiui. Ich hab da jetzt Assi beleidigt, oh geil. Uiuiui. Auf jeden Fall. Was im nächsten Mal passiert, im letzten Part, das fragen wir nicht, es wird geil. Und es wird eine heftige Explosion geben. Die Map wird jetzt nach der Aufnahme sofort heruntergeladen. Das heißt, ich werde dann nicht die ganze Map reißen, den Seed einspeisen, dass die Map richtig geladen wurde. Und wenn alles geladen ist, mit Nether, dann, ja, dann kommt der geilste Teil. Dann ist die Map zusammen wie... abgeschlossen. Ja, genau. Ich hoffe, jetzt schon mal, ihr hattet alle Spaß mit dem Projekt, die es geschaut haben. Ja. Ich hoffe, ich war nicht zu nervig in diesem Projekt als Teampartner. Was ich auch nochmal als Idee hatte vorhin, ich weiß nicht, ob du das umsetzen möchtest und ob ich das sagen soll, mit dem, was ich gesehen habe, als ich gebaut habe. Hm. Hatte ich noch gesagt, dass man vielleicht ja mal mit mir und dir so eine Art Skyblock-Projekt machen könnte. Und da dann halt komplett ohne Cheaten, also wir sind beide DOP'd und können halt nichts bauen. Müssen halt das alles uns selber aufbauen. Ich weiß nicht, Chaos kennt Skyblock glaube ich gar nicht. Und es ist schon mal was anderes als nur Vanilla Minecraft. Ja. Ja. Auf jeden Fall, ihr könnt schon mal so in die Kommentare schreiben, wie fandet ihr das Projekt schon mal so? Wie fandet ihr Melüe? Fandet ihr Melüe super genial? Oder sagt ihr auch, nee, das ist so ein Assi, ey. Ein Hundesohn. Ich will mal sehen, aber ich denke mal, dass da kleine 50% sagen werden, oh Gott, Halleluja, oh Gott, komm, geh bloß mit dem weg. So assi seid ihr noch nicht, oder? Niemand mag mich. Deswegen tue ich jetzt auch das hier. Was? Das funktioniert nicht, die Kiementor-Regel will, wenn es so richtig bei uns. Ich habe euch ein paar Mal das Kern gegeben, ich habe die Items nicht behalten. Balalaika! Ich lebe noch.
Ja, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Part, bis dahin. So können wir das nicht beenden hier. Ich will erst nochmal verrecken. Ich bin noch nie in diesem Projekt verreckt. Noch nie. Ist das so? So, war's ein Verreck? Weißt du was? Damit hast du dir das hier verdient. Ach Gott, warte. Ihr seht es zwar jetzt nicht, wartet kurz. Hallo, bei mir bitte. Das habe ich sogar jetzt. Ich weiß. Ich bin wieder drauf. Im Fall bis zum nächsten Part, bis dahin. Hex. Du Hurensohn, danke. Danke. Dankeschön. Du bist auch so ein Hundesohn. Ich möchte das Wort Hurensohn nicht benutzen, weil das beleidigt auch die Mutter und das ist gemein. Ich wollte benutzen nicht das Wort Hurensohn. Ja, und jetzt leckt es auch noch Scheiße. Danke, Meloja. Fick dich. Danke, Merkel. Oh Gott, er steht auf Merkel. Ja, genau. Du stehst auf Merkel in ihrer Politik. bis dahin. Ja, genau. Sag tschüss, verdammte Axt, ehe ich doch sauer werde. Ciao, Sikorski, bis zum nächsten Part. Und zum letzten. Und schreibt mir eure Meinung zu diesem Projekt in die Kommentare, sofern ihr denn noch dran seid. Ihr seid eh nicht mehr dran, aber mir egal. Auf jeden Fall. Tschüss. Vergesst nicht, eine Stunde später kommt dann der Jahresrückblick. Oh mein Gott, warte. Ich hab noch nicht das Rubbellos aufgemacht. Ich muss live predikten, ob ich was gewonnen habe. 5 Euro, 2 Euro, 2 Euro. 50 Cent. 5 Euro. Nee, 5000 Euro. Und nochmal 5 Euro, ich hab nichts gewonnen. Okay. Ich hätte dreimal das gleiche haben müssen. Ist das eine Enttäuschung? Chaos. Dann auf jeden Fall, vergesst nicht, eine halbe Stunde später kommt der Jahresrückblick dann, dass ihr euch das auf jeden Fall reinzieht. Und morgen kommt der letzte Part, wirklich zu Silvester. Also feiert schön Silvester, schaut auf jeden Fall den Part noch an. Und ja, wir werden noch viel Fall überknallen lassen. Schaut Miro 3 bei Samelluja. Das ist wichtig. Voll die Schleichwerbung, Alter. Okay, jetzt bis dahin und Emerald Control.